In den letzten Tagen ist der Bericht von Michael Burrys Portfolio veröffentlicht worden. Michael Burry ist derjenige, der den 2008 Immobiliencrash vorhergesehen hat und auf dem auch der Film The Big Short basiert. In den letzten Monaten, Wochen hat er wiederholt die Leute gewarnt vor einem Riesencrash, der kommen wird. Nachdem wir gecrashed sind, hat er jedoch weitergemacht und gesagt, das war noch nichts, wir werden weiterfallen. Menschen auf Twitter schreiben viel, wenn der Tag lang ist. Jedoch scheint Michael Burry es ernst zu meinen. Denn wie es sich herausstellt, hat er all seine Aktien verkauft. Michael Burry ist ein Mensch, den man als beliebte oder gehasste Person ansehen kann. Bei ihm gibt es nur zwei Meinungen. Entweder respektiert man seine Leistungen, vor allem bei großen Crashes, oder man hasst ihn dafür. Weil er halt sehr oft sagt, wir werden crashen und Menschen mögen es nicht, wenn jemand sagt, der Markt wird fallen und du verlierst Geld. Zudem sagt er auch halt oft, wir werden crashen. Aber manchmal ist der Hass nicht gerechtfertigt. Um es mal zu beschreiben, das ist wie, als würde ich sagen, deine Lieblingskryptowährung wird 50% sinken. Ein Shitstorm würde losgelassen werden von den Fanboys dieser Kryptowährung. Jeder würde schreiben, du hättest keine Ahnung, meine Kryptowährung wird nicht fallen. Denn wir mögen es nicht, wenn Menschen schlecht über unsere Investments reden. Ob es stimmt oder nicht, ist uns meistens egal. Und selbst wenn es danach crasht, sagt man trotzdem nichts mehr. Damals, als Michael Burry den 2008er Crash vorhergesehen hat, hat man ihn nicht dafür gelobt. Seine Mitarbeiter, seine Mitmenschen haben ihn sogar gehasst, dass er recht hatte. Er hat sehr viel Geld für sich und seine Kunden gemacht, aber die Menschen haben ihm vorgeworfen, er hätte wegen der Krise profitiert. Wenn man einen Crash 2 Jahre vorher voraussieht und dann gegen die Märkte wettet, ist man ein guter Investor und nicht jemand, der von einer Krise profitiert. Doch wie schon gesagt, man hasst dich dafür, wenn du sagst, deine Lieblingsaktien oder Kryptos werden fallen. Menschen haben ein komisches Gedächtnis. Sie denken wirklich, dass es fällt wegen dir und nicht wegen dem Markt selber. Und nun, was Tatsache ist, ist, dass Michael Burry alles verkauft hat. Hier seht ihr seinen Sion Management Fund. Der Fund beinhaltet ungefähr 300 Millionen Dollar und momentan besitzt dieser Fund nur Aktien im Wert von 3,3 Millionen Dollar. Die hat er übrigens neu dazu gekauft. Sonst hat er alles andere, wie ihr hier sehen könnt, verkauft. Und nicht nur ein Teil davon, sondern immer 100%. Auch meiner Meinung nach sehr gute Aktien wie Alphabet, also Google. Einfach alles verkauft und gleichzeitig für eine ganz kleine Summe Aktien von einem privaten Gefängnis gekauft. In den USA sind viele Gefängnisse privat gehandelt, also gehören sozusagen nicht dem Staat, deswegen kann man sogar Knastaktien kaufen. Fokussieren wir uns aber nicht auf die kleinen 3 Millionen Dollar, sondern darauf, dass er wortwörtlich alles verkauft hat. Denn ihr müsst wissen, in den USA sind solche Funds Gesetzen unterlegen, bei denen sie jedes Quartal ihre genauen Bestände, Käufe und Verkäufe angeben müssen. Das nennt man auch 13F-Filing. Deswegen kann man auch sehr einfach sehen, was für Aktien gekauft oder verkauft werden von jedem US-Fund. Ich verlinke euch die Seite, bei der ihr das anschauen könnt, in der Beschreibung. Und zudem würde es mir und auch dem YouTube-Algorithmus stark helfen, wenn ihr liken und kommentieren würdet. Besten Dank für eure Unterstützung. Alles verkaufen. Das ist natürlich ein sehr radikaler Schritt, das viele Investoren und auch ich nicht machen würden. Doch bevor wir uns einen Urteil erlauben, schauen wir uns an, was genau in seinem Kopf vorgeht. Zum Glück ist er auf Twitter aktiv und schreibt seine Meinung oft auf. Los geht's. Am 15. August hat Michael Burry das hier geschrieben. Er erläutert hier, dass es oft Bear Market Rallies gegeben hat, bei denen Aktien 50% angestiegen sind und dann noch tiefer gefallen sind. Momentan herrscht ja wieder etwas Ernüchterung auf dem Markt und die Preise steigen. Manche Aktien sind nahezu wieder an ihrem Allzeithoch, als würde es keine Probleme auf der Welt geben. Alles steigt wieder. Und hier zeigt er schön auf, dass wenn wir steigen, wir aufpassen müssen. In einem Bärenmarkt steigen wir des Öfteren, nur um danach noch tiefer zu fallen. Hierzu kann ich nicht viel sagen. Er hat recht, es stimmt. Aber zugleich muss ich sagen, die Vergangenheit sagt nie die Zukunft voraus. Wäre es so einfach, alte Charts anzuschauen und damit die Zukunft zu kennen, wäre jeder schon reich. Machen wir weiter. Am 14. August schrieb er das hier. Er zeigt hier die Dotcom-Bubble nach dem Jahr 2000 auf. Hier sieht man, wie der S&P 500 22% anstieg und der Nasdaq 43% raufging. Nur um kurze Zeit später nochmal 42% und 48% zu fallen. Auch hier völlig korrekt. In der Vergangenheit ist das passiert. Was ich auch sehr spannend finde, ist dieser Zeitungsartikel, welches Michael Burry auch gepostet hat. Hier hat er ein paar Sätze hervorgehoben.
Denn in diesem Bereich steht, dass Investoren denken, das Schlimmste sei vorbei. Sie fühlen, dass der Tiefpunkt erreicht wurde. Die Leute haben sich daran gewöhnt, dass die Dinge nicht gut laufen, aber sie sind einfach nicht mehr so negativ eingestellt. Hier muss ich zustimmen. Und das Gleiche sehe ich sogar jetzt. Während wir eigentlich immer noch rekordhohe Inflation haben, alles teurer wird, Energiepreise nach oben schießen, Leitzinsen angehoben werden und noch viel mehr Probleme haben, scheint die Angst auf dem Markt verschwunden zu sein. Wir sind in einer schweren Zeit, aber alles steigt wieder. Deswegen betrachte ich alles auch noch mit großer Vorsicht. Ich habe mir zudem Pläne gemacht, falls wir wieder crashen, aber auch Strategien zurechtgelegt, wenn wir steigen sollten. Ich sage es gleich, keiner kennt die Zukunft, weder ich noch Michael Burry. Was wir aber machen, ist den Markt zu analysieren und anhand dessen Entscheidungen zu treffen. Schaut euch 100 Analysten an und ihr kriegt 100 verschiedene Meinungen, wo der Markt hingehen könnte. Deswegen lege ich euch eins ans Herz, versucht nicht herauszufinden, was in Zukunft passieren wird, vor allem nicht auf kurze Zeit gesehen. Macht euch lieber Strategien, was ihr macht, wenn dies oder das passiert. Und in unserer privaten Gruppe besprechen wir genau diese Fälle und erstellen Strategien dafür. Ich zeige auch, welche Kryptos ich kaufe, in welchen Zeiten. Wenn ihr dabei sein wollt, jeder ist willkommen. Der Link zu Patreon ist unten in der Beschreibung. Und um noch einen wichtigen Tweet von Michael Burry aufzuzeigen, hier sagt er: Ihr denkt, der Nasdaq ist ein Bullenmarkt, weil er 20% gestiegen ist? Nach dem 2000er Dotcom-Crash ist das gleiche 7-mal passiert, bis es schlussendlich den Boden erreichte. Auch hier wieder, technisch gesehen völlig korrekt. Bis jetzt haben wir uns aber nur Vergleiche angesehen. Also Michael Burry sagt, wenn wir jetzt steigen, bedeutet das noch gar nichts, weil wir in der Vergangenheit auch gestiegen sind und danach gefallen sind. Auch wieder völlig korrekt, aber wie schon vorher gesagt, das sagt uns absolut nichts, denn in der Vergangenheit ist schon so viel passiert. Wir können für jede Situation einen Vergleich aus der Vergangenheit heranziehen und sagen, das passierte auch schon damals. Denn in der Vergangenheit kam es auch vor, dass es einen Bullrun gab, nachdem es nur 20-30% gefallen ist, so wie jetzt. Also ihr seht, es sind nur Vergleiche. Ich habe aber weitergesucht, bis ich was gefunden habe, das mir gefallen hat. Ich meine, stellt euch vor, der verkauft einfach alles und das nur, weil er ein paar Vergleiche gemacht hat mit paar Linien auf einem Chart? Er ist nicht umsonst so erfolgreich geworden. Ob man ihn mag oder nicht, das ist ein radikaler Schritt. Also denkt er wirklich, dass etwas passieren könnte. Und in diesem Beitrag habe ich gute Gründe dazu gefunden, was er denkt. Seiner Meinung nach werden die US-Bürger langsam aber sicher ihr Erspartes ausgeben, um sich den gleichen Status leisten zu können wie jetzt. Denn wenn alles teurer wird, muss man logischerweise mehr zahlen. Woher kommt das Geld? Lohnerhöhungen vielleicht? Aber ob wirklich jeder davon profitiert und die Erhöhungen so hoch sind, bezweifle ich. Ich kenne viele, die keine oder nur 1-2% Lohnerhöhungen gekriegt haben, obwohl die Inflation bei 8-10% liegt. Und seien wir mal ehrlich, selbst eine 10% Lohnerhöhung würde nicht mal annähernd reichen, denn Spritpreise sind stark angestiegen, Gaspreise verdammt stark und auch Lebensmittel sind meiner Erfahrung nach mehr als nur 10% angestiegen. Die Inflation selber wird aus sehr, sehr vielen Preisen berechnet. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel ich pro Monat für das Gleiche ausgebe, komme ich auf ungefähr 20-30% mehr als vorher. Und genau das spricht er an. Auch die höheren Kosten für Immobilien. Denn wenn Leitzinsen angehoben werden, steigen auch die Zinsen. Während Corona fielen die Zinsen auf 2-3%. Jeder in den USA fing wieder an, Häuser zu kaufen wie verrückt, manche sogar Zweithäuser. Deswegen sind auch die Immobilienpreise explodiert. Nun aber steigen die Hypothekarzinsen wieder und haben sich schon verdoppelt. In den USA sind die Zinsen sogar die höchsten, wenn wir uns die letzten 10 Jahre anschauen. Zuletzt waren sie so hoch vor dem 2008er Immobiliencrash. Zur momentanen Lage der Immobilien in den USA werde ich übrigens ein eigenes Video machen. Also bitte hier noch etwas geduldig sein. Danke an Satoshi Island für die Werbekooperation. Satoshi Island ist ein neues Krypto-Projekt, das zum ersten Mal versucht, NFTs mit echtem Landgrundstücken in Verbindung zu setzen. Dabei haben sie einen Deal mit einer Insel namens Vanuatu gemacht, einem Land im Südpazifik. Meiner Meinung nach ein sehr ambitioniertes und umfangreiches Projekt, da ich selber persönlich noch nie von etwas Vergleichbarem gehört habe. Die Insel selber ist eine 32 Millionen Quadratmeter große Insel, welches im tropischen Gebiet von Vanuatu lokalisiert ist. Und anscheinend soll man da auch leben können, wenn man zuvor ein Land-NFT besitzt. Das Projekt aber birgt wie jedes andere neue Projekt auch viele Risiken. Und deshalb würde ich persönlich nur mit Spielgeld reingehen, wie bei jedem neuen Projekt, das auf den Markt kommt. Nun gibt es endlich Neuigkeiten über den Launch von Satoshi Island. In den letzten Tagen und Wochen war der Presale und die erste Börse, auf der Satoshi Island gelistet wird, ist OKEX. Eine Tier 1 Börse.
Das Listing wird am 22. August um ungefähr 10 Uhr morgens unserer Zeit sein. Hier aber sehr wichtig, verfolgt Ihre News-Kanäle, falls sich was ändert. Die Zeit kann sich jederzeit ändern. Und das wird natürlich wieder ein großer Start sein, bei dem es stark volatil zu sich gehen wird. Ich persönlich, also meine Meinung, denke, es wird in den ersten Minuten verdammt stark ansteigen. Und danach gibt es Abverkäufe und es fällt wieder zu einem eher normaleren Preis. Wie immer, jeden, der das interessiert, mit Vorsicht handeln und nur mit Spielgeld reingehen. Neue Projekte sind immer riskanter als altbewährte. Alle Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Machen wir weiter mit Michael Burry. Hier erwähnt er das vierte Quartal, welches vom 1. Oktober bis Ende des Jahres geht. In dieser Zeit werden die US-Bürger vor allem aufgrund steigenden Preisen, steigenden Zinssätzen auf Kredite und aufgrund ihrer Schulden große Probleme haben. Dies wird dazu führen, dass die Einnahmen von Firmen sinken werden und das wird Ausverkäufe auslösen auf dem Markt und wieder für Angst sorgen. Zum ersten Mal muss ich sagen, gefällt mir, was er sagt. Zuvor kamen 100 Chartvergleiche der Vergangenheit, die für mich nichts aussagen sind. Aber das hier hat wirklich Substanz. Denn wenn wir uns die Savings Rate, also das Ersparte der US-Bürger anschauen, sinkt es rapide. Sie haben immer weniger und weniger auf der Seitenlinie stehen. Hat er deswegen alles verkauft? Ist er deswegen so bärisch oder weiß er mehr? Die Zukunft wird es uns wohl zeigen. Und unbedingt mein nächstes Video über die Immobilienpreise anschauen. Ich glaube, das wird auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Dennoch, ich persönlich bin kein Fan von radikalen Verkäufen oder Käufen. Also ich bin niemand, der wie Michael Burry all in geht. Das ist einfach nicht für mich geeignet. Ich versuche bei günstigen Preisen einzukaufen und das kostet average-mäßig. Und was viele nicht verstehen, ist, dass günstige Preise nicht gleichbedeutend sind mit dem absoluten Tiefpunkt. Als Beispiel. Bitcoin bei 24.000 Dollar und auch Bitcoin bei 20.000 Dollar und auch Bitcoin bei 18.000 Dollar sind für mich günstige Preise. Was die meisten suchen, sind eher den günstigsten Preis. Doch wie das ausgeht, wissen wir. Meistens verpasst man den. Das war mal Michael Burrys Ansicht und auch sein momentanes Portfolio. Mal sehen, ob er recht hat. Das erfahren wir in einigen Monaten. So Freunde, ein Abo und ein Like würden mir immens helfen. Besten Dank. Das war's für heute. Und bitte beachtet, dass ich kein Finanzberater bin. Ich teile immer nur meine Ansichten. Macht bitte immer eure eigenen Recherchen, wenn ihr Kryptowährungen oder Aktien kaufen wollt. Alle meine Informationen sind strikt für Unterhaltungszwecke. Ich übernehme keine Haftung für entstandene Verluste oder Gewinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Investieren Now.